Bist du ein neugieriger Mensch? Was bedeutet Neugierde und noch wichtiger, was bedeutet sie für dich? Warum es sich für dich lohnt, dir diese Eigenschaft und deine Erfahrung mit ihr genauer anzuschauen, das erfährst du heute hier. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Neugierde. Per Wort und Definition handelt es sich dabei entweder um einen Wunsch oder den Wunsch, das Bedürfnis, etwas Neues zu erfahren oder zweitens sich in Angelegenheiten, die besonders andere betreffen, einzumischen oder einzudringen. Was für eine Definition hast du denn für dich von Neugierde? Einige von uns kennen bestimmt auch dieses Kommentar, sei nicht so neugierig wenn wir als Kinder damals Fragen gestellt haben. Vielleicht kannst du ja bei dir selber mal schauen, was für Erfahrungen du mit Neugierde gemacht hast. War das etwas, was gewünscht war und was auch unterstützt wurde? Oder war das etwas, wo dir sofort über den Mund gefahren wurde und du hast vielleicht eher schlechte Erfahrungen damit gemacht? Neugierde bedeutet zum einen Lust. Sinne zu befriedigen, ist etwas Emotionales, ja. Also es kann sein, du bist neugierig darauf, etwas zu erfahren, etwas zu fühlen, etwas zu spüren, ja. Oder vielleicht ist es auch Interesse an Wissen, dann ist es eher Verstand gesteuert. Das ist dann eher so Wissbegierig, ja. Ich möchte etwas Neues lernen. Wie oft erlaubst du dir eigentlich neugierig zu sein? Ich bin jetzt zum Beispiel letztens mal wieder in einem Museum gewesen und auch in einer Ausstellung. Und finde es total spannend, was es da so für Installationen gibt. Es ging unter anderem auch das Thema, wie wir unser Leben zukünftig gestalten wollen. Natur, Mensch und Technik. Sowas finde ich zum Beispiel, macht mich total neugierig. Das sind Dinge, die ich noch nicht weiß und die irgendwann auf mich zukommen werden und von denen ich auch jetzt schon ein aktiver Teil bin. Für mich ist Neugierde, Neugierde tatsächlich etwas ganz Wundervolles und eine tolle Eigenschaft und etwas, was mein Leben sehr bereichert. Ich habe allerdings auch positive Erfahrungen mit Neugierde gemacht. Also wenn ich mich für etwas sehr interessiert habe, zum Beispiel, dann habe ich da auch Unterstützung bekommen in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die einzige Neugierde, die nicht okay war, oder wo es halt hieß, ähm, das muss nicht sein, ist tatsächlich diese zweite, dieses ähm, dieses sich in Angelegenheiten von anderen ähm, mischen oder eben sich da besonders zu interessieren. Und da ist es ja auch ein spannender Grad zwischen ich bin neugierig und ich bin interessiert. Vielleicht hilft es ja schon mal so, die Wertung überhaupt rauszunehmen, ob nur Neugierde jetzt etwas Positives oder Schlechtes ist, also positiv oder negativ, sondern sie einfach nur als Neugierde zu sehen und das auch als, als Chance zu sehen als innere Haltung, so einen offenen Geist zu bewahren. Das findet sich häufig auch in der Psychologie, dass Menschen, die neugierig sind, die das sein können, die sich das auch erlauben können, auch ein, eine gewisse Offenheit mitbringen. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass du dir selber Sachen versagst, dass du dir selber, ähm, ja, dass du selber Dinge dich nicht tun oder denken oder erforschen lässt. Ich bin zum Beispiel auch letztens mal wieder gerutscht. Das war auch ganz großartig, weil ich neugierig war und ich wollte wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich da jetzt runterrutsche. Und wenn dann da diese Aufregung ist, dieses Ungewisse, dann ist so in uns drin, ne, wenn wir neugierig sind, ist das so eine Mischung aus, oh je, Mine, was passiert mir denn jetzt? Ja, also dieses, ich wittere eine Gefahr und gleichzeitig eben auch eine Chance darauf, etwas zu lernen oder Freude zu empfinden. Und wenn du dir das vorstellst, so auf einer Skala, ja, zwischen Gefahr und Chance, ja, ist Neugierde so immer am Schwingen. Und vielleicht schaffst du das, wenn du einmal beobachtest, woher kommen eigentlich deine Gefühle, ob die gut sind oder eben vielleicht auch nicht. Ne? Also, die Frage ist ja mal, in welcher Perspektive du, der Perspektive du das siehst. Ne, möchtest du gerne neugierig sein oder warum fühlt sich das vielleicht für dich schlecht an oder nicht gut an, neugierig zu sein? Und möchtest du das vielleicht loslassen und für dich neu definieren, eine andere Perspektive einnehmen? Dass es für dich vielleicht Neugierde auch im Sinne von ich möchte etwas lernen, einen offenen Geist, vielleicht Neugierde als offenen Geist zu praktizieren und zu pflegen? Wie fühlt es sich zum Beispiel an, ein Blatt zu spüren? Wie fühlt sich das an, so ein Blatt anzufassen? Wann hast du das letzte Mal einfach aus reiner Neugierde vielleicht mal irgendwas angefasst, eine Textur? Vielleicht kennst du das. Oder du gehst durchs Möbelhaus und du fasst mal übers Sofa oder wie auch immer. Ja, einfach nur aus Neugierde, aus Interesse. Ähm, wie fühlt sich das an? Ja, oder wann, wann bist du vielleicht das letzte Mal gerutscht? Einfach um zu spüren, kann ich das noch? oder geschaukelt hält mich die schaukel noch <laughs> kann ich das überhaupt noch oder vielleicht auch so pedalo fahren kennst du das noch neugierde vielleicht auch bezogen auf gedankenstrukturen ja neugierde in bezug auf dich selbst schaffe ich es heute den ganzen tag mal ohne jammern zu verbringen ohne mich über irgendwas zu beschweren oder schaffe ich es vielleicht, die nächsten fünf Tage morgens aufzuwachen, ohne meine Handynachrichten sofort zu checken und stattdessen zehn Minuten erstmal etwas ohne Bildschirm zu lesen? Neugierde. Deswegen funktionieren Challenges. Deswegen sage ich Herausforderung statt Problem. Es ist meine Perspektive. Wie sehe ich das Ganze? Ich lenke meinen Fokus und meine Energie auf den Spaß, auf die Neugierde, eine Lösung zu finden. Ja, so funktionieren Challenges. Ich möchte herausfinden, ich bin neugierig. Was macht es mit mir? Wie fühlt sich das an? Was kann ich dabei lernen? Was passiert dann? Also der Fokus deiner Energie ist, wenn du dir eine Challenge, eine Herausforderung erlaubst, auf den Spaß, auf die Neugierde gerichtet. Du möchtest eine Lösung finden, statt eben problemorientiert zu sein. Die Problemorientierung orientiert sich am Problem. Das ist wie, wenn du vor einer schwarzen Wand stehst und du sagst, oh, ich stehe vor einer schwarzen Wand, hier komme ich nicht weiter. Lösungsorientiert ist, oh. Ich stehe vor einer schwarzen Wand. Wie komme ich da jetzt drüber? Du fängst an, die Ecken abzusuchen. Du fängst an zu gucken, ob es vielleicht irgendwo ein Fenster gibt oder irgendwo einen, einen Spalt, wo du durchgucken kannst oder äh, vielleicht horchst du auch mal an der Wand, um zu hören, was auf der anderen Seite los ist. Ja, das ist Lösungsorientierung. Und das ist eine grundsätzliche Geisteshaltung, so wie dieser neugierige Geist, dieser Geist, dieser Forschergeist, ja, wie der Rochen, Lehrer Rochen bei Nemo. Äh, es gibt viel zu sehen. <laughs> Erlaubt dir diese geistige Offenheit, diese Neugierde ruhig mal zu beobachten und dich mal damit zu beschäftigen, woher das Gelernte kommt. Ja, ob du neugierig sein darfst oder nicht und ob du das zukünftig vielleicht mal ausprobieren möchtest, vielleicht sogar im Rahmen von einer Challenge. Ja, vielleicht mal dir eine Herausforderung zu suchen. Vielleicht ist, es, ist das eine Herausforderung zu sagen, okay, ich gehe heute mal neugierig und offen durch den Tag. Das geht übrigens super, wenn du dir morgens gleich eine Überraschung manifestierst. Das gehört fest mit zu meinem Morgenritual. Das teile ich noch gerne heute hier mit euch. Mein Morgenritual habe ich schon öfter mal geteilt auf den verschiedenen Kanälen. Ich mache das jetzt hier einfach nochmal. Und zwar zum einen starte ich mit Dankbarkeit, das heißt, ich suche mir drei Dinge aus, für die ich ganz, ganz doll dankbar bin. Das können Gespräche vom Vorabend sein, vielleicht, dass mein Herz schlägt, dass ich, dass ich Augen habe, die sehen können oder Sinne, die, die empfinden können, dass ich genug Wasser habe, was auch immer. Es ist jeden Tag was anderes und ich sage euch, das mache ich seit drei Jahren und ich habe jeden Tag bis jetzt irgendwas anderes gefunden, für das ich dankbar bin. Und nach diesen drei Dankbarkeitsdingen manifestiere ich noch... Drei Dinge, auf die ich mich freue an dem Tag. Das heißt, also ich sage ich freue mich heute besonders darauf, XY zu sehen, das und das zu tun, ähm, das und das zu fühlen, das und das zu schreiben, was auch immer es ist, Drei Dinge auf die du dich freust ja. Und zum Schluss gibt es noch eine Überraschung und damit halte ich persönlich meinen Forschergeist, meinen Entdeckergeist offen für Wunder. Und zwar, sage ich mir zum Abschluss jeden Tag, heute wird mir etwas ganz Großartiges passieren, eine tolle Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe. Und wenn ich das getan habe, mein Morgenritual, die drei Dinge, für die ich dankbar bin, die drei Dinge, auf die ich mich freue und die Überraschung zu manifestieren, kann ich euch auch sagen, ist mir seitdem jeden Tag eine positive Überraschung passiert, mit der ich nicht gerechnet hätte. Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Also, wenn du Lust hast, probier es mal aus. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Folge hier ganz besonders helfen kann oder vielleicht kennst du auch jemanden, dem diese Freude einfach ganz, diese Folge ganz viel Freude bereitet. Also, darfst du diese gerne teilen und auch den Podcast abonnieren und mit deinen Freunden teilen. Ich freue mich auch über deine Bewertung und wir hören uns beim nächsten Mal. Aloha!